Der Vorhang verbirgt ein leeres Heiligtum. Das Zentrum der Macht ist unbesetzt. Aber die Macht ist präsent in uns allen. Hinter tausend Masken wirkt durch uns die Tyrannei. Auch dein Buckel ist eine Maske. Sie verbirgt dich hinter einer Wahrheit, dass du monströs geworden bist im Umgang mit der Macht. Der Fluch richtet ein kaltes Licht auf dich. Du hast für ein hohes Ziel einen scheußlichen Weg gewählt. Und nun gleicht alles dem, was du getan hast. Aber ich verwandle mich hier in einen anderen Mann. Dein Heiligtum verwahrt die Idee der Reinheit, der Liebe, der Revolution. Aber in einem vergifteten Herzen lässt sich keine Unschuld bewahren. Die Macht dringt überall ein, benutzt jeden, verändert alles. Deine Tochter bewahrt deine Ideen und geht eigene Wege, findet mangels Erfahrung ihre Wahrheit im falschen Namen des falschen Geliebten. Bist du es? Ist es dein Unverborgenes, das deine Tochter raubt, schändet, mordet? Oder ist es die Macht, die in allem wirkt, die Tyrannei, besonders in dir? Wie einen Tyrannen morden, der in uns allen ist. Willst du die Masken abreißen? Da werden die Gesichter mitgehen. Keiner wird aus seiner Rolle entlassen. Costa, hello, 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 hello